Wie lebt es sich mit dem Tod als Weggefährten? Ich dachte, dass meine Eltern und ich ziemlich eng mit dem Tod zusammengelebt haben. Doch glauben Sie mir, es geht enger. Viel enger. An einigen Orten dieser Welt hält man es mit der Nähe zu den Toten etwas anders. Da fahren Menschen Leichen tausende von Kilometern weit, wohnen auf Friedhöfen oder leben jahrelang mit ihren Verstorbenen zusammen im selben Haus. Wie fühlt sich das an? Mit dem Tod hautnah auf Du und Du. Das möchte ich herausfinden. Ich bin Bernd und ich bin ein Bestatterkind. Ich heiße Rosana Marquez und wohne auf diesem Friedhof. Ich habe meine Eltern gefragt, wo wir wohnen. Sie haben mir gesagt, wenn ich weggehe und zurückfinden möchte, soll ich sagen, dass ich in der Totenstadt lebe. Wir sind hier nicht sicher. Wir wissen nicht, wie lange wir hier bleiben können. Wir wissen nur, dass es verboten ist, hier zu leben. Mein Mann baut Kapellen und Mausoleen. Er arbeitet als Grabpfleger. Wenn es keine Toten gibt, gibt es für uns auch kein Leben. Ich habe mich daran gewöhnt, mit den Toten zu leben. Ich bin sogar auf die Welt bei ihnen gekommen. Darf ich Ihnen meine Großmutter vorstellen? Sie ist die Mutter meines Vaters und ist 2008 gestorben. Das ist jetzt 5 Jahre her. Wenn ich meine Mutter beerdigt habe, dann werde ich mich frei fühlen.
Als ich mit dieser Arbeit angefangen habe, machten Freunde und Bekannte immer Witze. Der Bestatter, pass bloß auf, da kommt er. Das fanden sie irgendwie komisch, weißt du? Sie meinten es spaßig, witzig. Ich habe gelassen darauf reagiert. Was sollte ich machen? Sollte ich etwa sagen, hey, geht bloß nicht zu nah an meinem Haus vorbei? Oder, Vorsicht, sonst nehme ich dich mit. Ricardo Cuello hatte die Wahl. Arbeitslosigkeit oder Leichentransport. Er zögerte nicht. Seine Camionetta kennt mittlerweile halb Südamerika. Auf seinen Fahrten ist er alleine mit sich, seiner Gitarre und der Leiche im Heck. Ricardo erlebt sich nicht bloß als Fahrer. Seit bald 20 Jahren ist er der Begleiter. Es gibt Leute, die mir sagen, man muss mutig sein, um diesen Beruf machen zu können. Aber eigentlich ist das für mich etwas ganz Normales, eine Arbeit wie jede andere. Die Leute wollen an ihrem Geburtsort begraben werden. Wenn möglich, wollen sie immer dahin zurück, wo sie geboren sind, wo sie Erinnerungen an ihre Kindheit haben und an ihre Freunde. Dort, wo sie ihre ersten Schritte ins Leben gemacht haben. Als ich die Kinder in Manila frage, was sie mit dem Friedhof verbinden, erzählen sie, es sei einer der wenigen Orte, wo sie ihre Drachen ganz frei steigen lassen können. Gemeinsam mit den Kindern, die auf dem Friedhof aufwachsen und ihr Zuhause dort haben. Kinder, die zwischen Gräbern spielen? Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind gerne auf dem Friedhof hinter dem Haus meiner Oma gespielt habe. Genauso wie den Kindern in Manila hat es mir dabei nichts ausgemacht, dass unter mir die Toten lagen. Du kannst jeden fragen, das Leben ist schwierig, aber gleichzeitig ist es schön. Ja, es ist schwierig, hier zu arbeiten, aber auch wiederum schön, weil wir unser Geld mit unserem Schweiß erarbeiten. Andere Leute schämen sich zu sagen, dass sie auf dem Friedhof wohnen. Ich sage offen, dass ich auf dem Friedhof lebe. Das macht mir nichts aus. Du glaubst nicht, dass du hier auf dem Friedhof bist, weil es hier so belebt ist, so fröhlich. Aber weil es hier so anstrengend ist, sehe ich älter aus als mein ältester Bruder. Viele Leute, die hier auf dem Friedhof wohnen, können sich kein Haus leisten oder eines mieten, weil das Leben zu hart geworden ist und sie keine Arbeit haben. Und selbst wenn. Natürlich habe ich Angst. Als ich zum ersten Mal hierher zog, spürte ich die Angst. Doch mit der Zeit vergeht sie. Sie ist nur am Anfang da. Es ist immer noch besser, hier zu wohnen, wenn man das Leben hier mit dem außerhalb vergleicht. Auf der Straße, unter der Brücke, sowas. Ich fühle mich wohl hier, weil wir keinen Strom und keine Miete bezahlen müssen. Außerdem haben wir hier noch Möglichkeiten, unsere Kinder zu ernähren. Wir können dreimal am Tag essen, manchmal zweimal, doch manchmal nur einmal. Wenn wir kein Geld haben, essen wir einfach nichts. Oder einmal täglich. Darum müssen wir uns gegenseitig helfen.
Meine Sorge gilt immer den Kindern. Wir haben kleine Kinder. Es spielt keine Rolle, wenn wir beide nichts zu essen haben. Aber die Kinder müssen etwas essen. In Manila herrscht ein harter Wettkampf um Wohnraum. Die Geburtenrate ist exorbitant. Die Slums quellen über. Die Menschen suchen neue Plätze zum Leben, wie den Manila North Cemetery. 5 Quadratkilometer voller Gräber. Bis zu 60 Beerdigungen finden an manchen Tagen statt. Viele Menschen enden hier lebendig. Derart viele Tote bedeuten Arbeit und die Möglichkeit, dem Hunger und den Slums zu entkommen. Tausende Filipinos teilen sich Gräber und Mausoleen. Fast immer ruhen 4 oder mehr Generationen unter einem Dach. Manche auf, andere unter der Grabplatte. Doch viele Menschen erzählen mir, dass sie bei Toten wohnen, die sie nicht einmal kannten. Sie haben einfach ein Mausoleum bezogen, das gerade frei war. Von Strom, fließend Wasser und Toiletten können sie nur träumen. Natürlich möchten wir gern ein Haus da draußen besitzen, aber aus Armut sind wir gezwungen, hier zu bleiben. Auch wenn es schlimm ist, denn man sagt, hier sind die Toten zu Hause. Das Wort Friedhof klingt in Kairo leicht untertrieben. Es ist eine ganze Stadt. Al-Karafa. Ägypten hat seit jeher einen einzigartigen Totenkult. Die Pyramiden sind Gräber. Kein Wunder, dass sich hier die größte Totenstadt der Welt befindet. Belebt mit Zehntausenden Menschen. Kilometerweit. Der Friedhof ist Kairos Armenhaus. Nur geduldet vom Staat, weil man nicht weiß, wohin man mit den Menschenmassen soll. Doch während die Hochkultur der Pharaonen touristisch vermarktet wird, verleugnet man die Kultur der Armen. Im Gegensatz zu Manila leben hier die meisten Menschen ganz legal. In den Mausoleen ihrer Familie oder meistens zur Miete, mit dem Friedhofsaufseher als Makler. Es ist normal, hier seinen Grabhof an Fremde zu vermieten, die ihn möblieren oder sogar umbauen. Viele Bewohner betreiben ein Geschäft. Das Gefühl, auf einem Friedhof zu sein, es stellt sich kaum ein. So dicht ist hier alles bebaut. Es gibt viele Arme hier, ohne etwas zu essen. Sie finden keinen anderen Platz zum Leben. Ich bin hier geboren, habe mich hier zwischen den Gräbern zurechtgefunden. Mein eigenes Haus ist auf den Gräbern. Ich kam hier zur Welt, weil mein Vater schon hier gelebt hat. Ich bin hier aufgewachsen, habe hier geheiratet, zeugte hier Kinder und werde hier auch sterben. Das heißt, mein Anfang war hier und mein Ende wird wohl auch hier sein. Es gibt viele, die hier leben wollen. Aber es gibt keine freien Plätze wie früher. Wer hier lebt, ist schon seit 20, 30, 40 Jahren hier. Heutzutage ist es unmöglich, noch einen freien Platz zu finden. Wir sind immer noch hier, damit wir überleben, und daran haben wir uns gewöhnt. Aber wir haben eine Heimat, wo ich mein eigenes Haus habe. Jeder, der an die Macht kommt, erzählt, ich kümmere mich um das Problem. Ich gebe den Leuten auf dem Friedhof richtige Wohnungen. Aber hinterher kümmert sich niemand darum und man tut so, als würden wir nicht existieren. Ich habe meinen Vater gefragt, warum bist du hierher gezogen? Seine Antwort war, ich habe keinen besseren Platz gefunden. Damals gab es kein Geld. Wir hatten kein Geld für die Miete draußen. Es gab keine Arbeit. Und das Leben war überhaupt schwer. Die Totenstadt gilt als unheilvoller, ja gefährlicher Ort, vor dem ich gewarnt wurde. Kaum einer weiß, dass die Bewohner ein eigenes Postamt und Schulen haben. Ganze Straßenzüge wirken wie ein normales Viertel mit Friseur, Café, Kiosk. Geister gibt es hier nicht, auch keine Stimmen oder so. Wenn es stimmt, was die anderen sagen, gibt es Geister nur an dem Ort, an dem man stirbt. Wird einer vom Auto überfahren und stirbt er auf der Straße, bleibt der Geist auf der Straße.
Stirbt er im Krankenhaus, bleibt der Geist dort. Aber hier ist ja der Friedhof. Wer hierher kommt, ist ja schon tot. Es ist, als ob er schläft und aufs Bett gelegt wird. Also gibt es hier auch keine Geister. Früher haben alle über Geister und den Teufel geredet. Aber ich habe noch nichts dergleichen gesehen, nur gespürt. Wenn man an bestimmten Orten spazieren geht, dann spürt man, wie einem die Haare zu Berge stehen. Und man fühlt ein Stechen im Herz, ganz plötzlich. Dann nenne ich Gottes Namen, damit der Teufel verschwindet, und rezitiere etwas aus dem Koran. Haben Sie schon einmal hinterfragt, ob es den Tod wirklich gibt? Die Toraja auf Sulawesi haben darauf eine sehr eigene Antwort gefunden. So richtig tot ist hier niemand. Auch nicht, wenn er eine Leiche ist. Es gibt zwei Gründe, die sehr bedeutend für die Toraja sind. Weil der Glaube der Toraja an den Tod, an das Ritual des Todes, ein Prozess ist, der die Toraja eng miteinander verbindet. Wo auch immer sich ein Toraja befindet, selbst wenn es außerhalb des Toraja-Gebietes oder im Ausland ist, dann muss er hierher in die Heimat kommen, wenn eine Beerdigung stattfindet. Die Seele eines Toraja bleibt bis zum Bestattungsritual in der Nähe der Verwandten. Und die Leiche wird zum Beispiel im Schlafzimmer aufgebahrt. Meistens jahrelang. Der Tod ist hier omnipräsent. Aber nur für mich. Die Toraja haben das Problem mit dem Tod für sich klar gelöst. Sie glauben nicht an ihn. Sie glauben an den Zusammenhalt ihres Volkes und an die Familie. Ich heiße Laszlo Sombolingi. Geboren am 5. April 1936. Ich bin das Oberhaupt der traditionellen Gemeinschaft der Toraja in Madanda. Die Toraja haben nie ihre Herkunft vergessen. Deshalb kennen auch die heutigen Toraja ihren Stammbaum genau, jede Generation seit Tamborolangi. Jeder Toraja weiß das. Es hat gedauert, bis mir klar wurde, alles hier, das blühende Land, die kunstvollen Häuser, ganz Tana Toraja ist ein großer Friedhof. Zumindest aus meiner westlich geprägten Sicht. Die Toraja pflegen eine intensive Verabschiedungskultur und leben friedvoll im völligen Einklang mit ihren Verstorbenen, mit deren freien Seelen, mit Totenschädeln, Knochen und Gebeinen. Überall finden sie ein hübsches Plätzchen für ein Grab. Hauptsache, die Überreste bleiben in der Nähe. Auch bei uns waren Friedhöfe früher einmal Orte des Lebens. Nur haben wir den Tod aus dem Leben und damit auch das Leben vom Friedhof verdrängt. Ich glaube, dass die Seelen meiner Vorfahren weiterhin da sind und dass wir miteinander kommunizieren können. Und damit meine ich nicht die anderen Geister, die hier überall um uns herum sind. De tu lindos ojos, líbranos del
Das Schönste an meinem Beruf ist es, den Leuten, die sich in einer traurigen Situation befinden und die nicht wissen, was sie machen sollen, unter die Arme greifen zu können und für sie da zu sein. Helfen zu können. Wenn man den Tod sieht, sozusagen, und unterschiedliche Arten zu sterben erlebt, verändert das dein Bewusstsein für das Leben. Nein, es stört mich nicht, neben einem Sarg mit einer Leiche darin aufzuwachen. Es ist jemand, der starb. Es ist nur ein Körper. Es ist nur ein Kasten aus Holz. Der kann dir nicht wehtun. Schaden kann dir nur jemand, der lebt. Aber ein Verstorbener, ein Toter, der tut dir nichts. Hennen ist 39 Jahre alt. Jeden Morgen schickt sie ihre Kinder in die Schule. Neben drei eigenen Kindern zieht sie zwei Waisen auf und kümmert sich um einen alten, obdachlosen Mann. Sie versorgt ihre Mutter und den halbseitig gelähmten Vater, ihre Tante, die Schwägerin samt Baby und die Schwiegermutter. Ihr Mann arbeitet als Tagelöhner draußen und kommt selten nach Hause. Einmal hat er zwei Eimer Farbe mitgebracht. Hennen und die Kinder haben sofort die beiden Räume des Mausoleums gestrichen. In Türkis und Orange. Ihre Lieblingsfarben. Als ich zu Besuch komme, bietet sie mir sofort etwas zu trinken an. Es ist das erste Mal, dass ich auf einem Friedhof zum Tee eingeladen werde. Ich war auf der Schule bis zur 8. Klasse. Meine Mutter wünschte sich, dass ich studiere, dass ich Stewardess oder Journalistin werde und eben eine gute Arbeitsstelle bekomme. Ich wollte gern, aber das war damals leider nicht möglich. Und so habe ich mir die Idee aus dem Kopf geschlagen. Auch wenn meine Mutter alles für mich getan hat, was sie konnte. Ich habe dann geheiratet und Kinder bekommen. Jetzt bin ich für das Haus und die Familie da. Es gibt Arbeit draußen. Aber mein Mann hat mir verboten zu arbeiten, obwohl andere Frauen es auch tun. Das wachsende Kairo hat die Totenstadt umschlossen. Früher lag sie am Stadtrand. Heute führen mehrere Verbindungsstraßen hindurch. Obwohl die Kairoer sie täglich befahren, meiden sie den Friedhof. Kontakt zu den Bewohnern findet kaum statt. Bis auf eine Ausnahme. Freitags. Dann erwacht die Totenstadt. Zwischen 8 und 14 Uhr findet einer der größten Märkte Kairos statt. Hier gibt es alles zu kaufen. Kamelbeine, kaputte und intakte Elektrogeräte, Badezimmer-Emaille, Kunsthandwerk und Kleidung, die auch mal einem Toten gehört haben kann. Es heißt auch, die Chance am Donnerstag, verlorenes Eigentum am Freitag hier wiederzufinden, sei sehr gut. Außerdem werden auf dem Markt so ziemlich alle Arten von Tieren angeboten, wie Affen, Falken, Hasen, Papageien und Schlangen. Mehr normales Leben kann man eigentlich nicht erwarten, oder? Mein Name ist Abdellatif. Ich wohne hier mit meiner Mutter, meinen Brüdern und meinen Schwestern. Ich bin in unserem Dorf geboren und hierher gezogen, als ich 2 Jahre alt war. Und seither sind wir hier. Als ich heranwuchs und merkte, dass ich auf einem Friedhof lebe, hatte ich große Furcht. Schon alleine das Zimmer zu verlassen, machte mir Angst. Später habe ich mich daran gewöhnt und angefangen, selber Tote zu begraben. Ich bin nicht gern Totengräber.
Man sollte eine Arbeit haben, mit der man dem Land und den Leuten hilft. Wie ein Arzt, der den armen Kranken hilft. Oder ein Polizist, der die Kriminellen aus der toten Stadt vertreibt. Abdellatif kennt sich hier aus. Die Totenstadt ist seine Stadt. Er kennt die üblen Gerüche der Toten, weiß um das Grundwasserproblem und wackelige Elektrizität. Aber er weiß auch, wo man Wasserpfeife raucht und die besten Feste feiert. Notfalls zwackt man den Strom von Oberleitungen ab. Auf dem Friedhof zu leben heißt zu improvisieren. Das klappt in fast allen Lebenssituationen. Außer auf dem Heiratsmarkt, wie er mir gesteht. Abdellatif kann weder lesen und schreiben, noch hat er regelmäßig Arbeit. Eine Frau zu finden scheint unmöglich. Die Leute, die draußen leben und alles haben, wundern sich, dass wir auf dem Friedhof wohnen. Aber ginge es denen so wie uns, wären sie auch gezwungen, hier zu leben. Gott sei Dank haben wir wenigstens ein Dach über dem Kopf und müssen nicht auf der Straße leben. Wenn ich für mich alleine bin, träume ich von der Heimat. Ich träume davon, zufrieden zu sein. Mit einer Frau und Kindern. Allen zusammen. Ich träume von einer Arbeit, einem Zuhause. Einfach von einem guten Leben mit der Familie. Jeder träumt von einem guten Leben, von Sicherheit. Mehr brauche ich nicht. Wie alle anderen Menschen feiern wir hier auch Hochzeiten, Geburtstage und andere Feste. Wir sind hier auf dem Friedhof. Die einen wohnen unter uns und wir darüber. Die von unten beschweren sich nicht. Die sind tot. Darum können wir so viel Krach machen, wie wir wollen. Eine Kindheit auf dem Friedhof? Das kenne ich ein Stück weit ja auch. Nur, dass ich als Kind mit dem Go-Kart zwischen den Gräbern Rennen gefahren bin, mit dem Sohn des Pastors, bis wir von den Omas verjagt wurden. In Manila stört sich niemand am Spiel der Kinder. Knochen liegen hier überall verstreut herum. Wenn ich putze und Knochen im Sack sehe oder Knochen auf einem Haufen liegen, also wenn ich sowas sehe, dann sage ich meinem Mann, hey, komm her, überall liegen die Knochen herum. Lass sie uns einsammeln und dort begraben. Über meine Eltern hatte ich irgendwie immer mit Toten zu tun, mich aber nicht getraut hinzusehen oder sie gar anzufassen. Für Neknek, ihre Mutter Amor und ihren Schwager Rolando ist das nicht möglich. Sie leben von dem, was sie auf dem Friedhof verdienen können. Durch Grabpflege und Kremierungen. Ich weiß nicht, wie sie es angestellt haben, die Angst vor den Toten zu verlieren. Aber ihr Pragmatismus ist ansteckend. Für sie ist es ein Glück, wenn der Sarg wiederverwertbar ist. Das ist zusätzlicher Verdienst. Metallsärge lassen sich nämlich beim Schrotthändler in bare Münze verwandeln, selbst wenn er schon etwas angerostet ist. Ich heiße Amor. Unter dem Namen Amor bin ich hier sehr bekannt. Aber mein richtiger Name ist Corazon Amor Panilinan. Ich war erst 15 Jahre alt, als ich hier einen Ehemann fand. Jetzt bin ich 73. Auf dem ganzen Friedhof bin ich sehr bekannt.
In jeder Beziehung ist Amor, Rolandos Schwiegermutter, eine Ausnahme. Sie ist eine der wenigen, die nicht von hier vertrieben werden können. Das Mausoleum, in dem sie lebt, gehört ihr ganz allein. Ihr Vater hat es gebaut. Im Erdgeschoss liegen ihr Ehemann und ihre Eltern begraben. Sie bewohnt die obere Etage mit eigener Toilette und Strom aus Autobatterien. Für Amor ist klar, sie wird für immer hier bleiben. Ich bin auch Grabpflegerin. Eigentlich eine Männerarbeit. Deshalb hat mein Vater gesagt, ich habe erlaubt, dass du heiratest, damit du endlich eine Frau wirst. Er hat geglaubt, wenn ich heirate, werde ich endlich eine richtige Frau. Ich war anders. Fuhr Fahrrad, boxte mit den Jungs. Unglaublich. Aber während der Traum fragte mich der Priester, willst du ihn als Ehemann nehmen? Ich wollte nicht antworten. Habe lange gezögert. Der Priester hat mich gefragt, was ist mit dir? Du solltest dankbar sein, deine Eltern haben der Heirat zugestimmt. Und ich habe gesagt, sie haben mich hierhin geschleppt. Dann hat der Priester gesagt, dann wird die Hochzeit nicht stattfinden. Aber mein Mann, der war dann so lieb zu mir und hat gesagt, Amor, bitte sag ja. Mein Mann war sehr gut zu mir. Egal, ob ich ihn am Anfang wollte oder nicht. Als ich krank wurde, hat er alles getan, um auf mich aufzupassen und mir zu helfen. Kein anderer hat das gemacht. Wir waren jeden Tag, jedes Jahr zusammen. Und er hat mich nie gefragt, ob ich ihn schon liebe. Das ist die Wahrheit. Kann man einen solchen Mann nicht lieben? Geraldine hat ihr Heim auf einer verwaisten Grabplatte errichtet. Immer der Gefahr ausgesetzt, vertrieben zu werden durch die Räumkommandos der Polizei. Mit knapp 20 Jahren hat sie schon 3 Kinder. Natürlich, ich leide mit meinen Kindern, weil wir kein Zuhause haben. Mein ältestes Kind geht zur Schule und ich weiß nicht, wohin wir sonst gehen sollen. Wenn hier die Räumkommandos anrücken, musst du dich immer verstecken, ebenso deine Sachen. Sie nehmen dir sonst auch noch die Kleider weg. Dann haben wir überhaupt nichts mehr. Früher hatten wir einen Fernseher und sowas. Ich war 14 Jahre alt. Am Anfang habe ich es bereut, Mutter zu werden. Später nicht mehr, weil es auch schön ist, Mutter zu sein. Bei meinem jüngsten Kind hatte ich mir vorgenommen, zu verhüten. Ja, wir müssen verhüten, damit wir unsere Kinder ernähren können. Wir benutzen aber nichts. Nur er macht das. Ich weiß auch nicht, wie es geht.
100% der Filipinos sind arm. Man sieht im Fernsehen so viele Kinder auf den Straßen. Und natürlich möchten wir nicht, dass Ähnliches hier unseren Kindern passiert. Deshalb müssen wir das Richtige tun. Das, was richtig ist für unsere Kinder. Wenn ich wählen darf, möchte ich einen Himmel haben, wo niemand hungrig ist. Weil meine Eltern Bestatter waren, wurde ich oft von anderen Kindern gehänselt. So manche Mitschüler hatten Angst, mich zu besuchen. Wie viele Erwachsene haben sie sich vor den Särgen im Haus gefürchtet und sie dachten, wir hätten wirklich Leichen im Keller. Die Angst vor der Leiche sitzt tief bei uns. Mein Vater wurde oft nachts aus dem Bett geholt, musste sofort die Leiche abholen, die bis gerade noch der geliebte Ehemann, die geliebte Ehefrau, Vater oder Mutter war. Ibu saya, ja. Masal dalam rumah ini. Meine Mutter befindet sich dort im Haus bereits seit 4 Jahren. Ja, 4 tahun. Früher gab es eine Art Binde, die benutzt wurde. Und teilweise hatten wir auch die Hilfe von Medizinmännern, damit der Körper nicht verwest. Aber heute wird Formalin verwendet. Yang membuat tidak menjadi busuk, ya. Tapi di dunia sekarang rata-rata sudah pakai formalin. Itu. Im tradierten Glaubenskonzept der Toraja gibt es eine Art Wiedergeburt, ähnlich dem christlichen Glauben. Nach dem Verständnis der Toraja wird im Puja kein jüngstes Gericht gehalten. Es ist nur ein Ort, zu dem man geht. Es wird gesagt, das Leben dort sei wie unser Leben hier und jetzt. Ganz normal sei es dort. Es gibt keine Vorstellung, dass dieses bestraft oder jenes nicht bestraft wird. Der Tote verändert nur seine Gestalt. Er ist nur fern von seinem Körper, aber er kann essen und alles mögliche andere. Er ist nur auf dem Weg in das sich anschließende Leben, das wir Puja nennen. Wenn meine Freunde Schweine und Büffel und so weiter bringen, verbindet mich das ab diesem Moment mit ihnen, so lange, bis ich es ihnen erwidere. Das bewirkt, dass die Toraja nicht voneinander getrennt werden können. Konflikte wie zum Beispiel in Aceh, in Ambon oder wo auch immer gibt es bei den Toraja nicht. Hier im Ort gibt es viele muslimische Familien. Schau nur die Moschee dort oder die Kirche dort drüben. Gibt es Probleme? Nein. Weil die Muslime und die Christen miteinander verbunden sind, durch die Rituale der Toraja. Dieses Haus gehörte früher auch einem Muslim. Der einzige Unterschied ist, bei muslimischen Beerdigungen werden keine Schweine geschlachtet. Bei christlichen gibt es Büffel und Schweine. Angehörige zu bestatten, ist für jeden Toraja die Lebensaufgabe. Das hat 2 Gründe, einen faktischen und einen emotionalen. Faktisch ist das Ritual in jeder Beziehung ausufernd und verschlingt Unsummen an Geld. Die Vorbereitungen und Baumaßnahmen laufen über Monate. Heerscharen von Menschen sind involviert.
Emotional müssen erst alle engen Familienmitglieder bereit sein, den von ihnen gegangenen Angehörigen wirklich gehen zu lassen. Lasso und seine Familie waren noch nicht so weit. Sie hängen an seiner Mutter, lieben und ehren sie wie eh und je. In ihren Augen ist sie nicht tot, sie ist nur krank. Deshalb ist eine Leiche kein trauriger Anblick. So kann man das also auch sehen. Auf jeden Fall erleichtert es den Umgang mit dem Tod und die Verarbeitung der Trauer enorm. Warum ist das Totenritual von so großer Bedeutung im Leben eines Toraja? Es ist so, weil es den Kreis des Lebens schließt. Es vervollständigt ihn. Es ist das vollkommene Leben. Solange ein Mensch nur krank ist, liegt er in einem einfachen Holzsarg, so wie ich ihn täglich zu Hause gesehen habe. Erst zur Beerdigung, kurz bevor der kranke Toraja auf einem Wasserbüffel ins Jenseits reitet, zieht er um in einen traditionellen Sarg. Es ist eine Pflicht, aber auch das Gefühl von Liebe. Ursprünglicherweise dachten die Toraja, je schneller, je besser. Doch die Vorbereitungen zur Beerdigung hängen von der gesellschaftlichen Stellung des Verstorbenen ab, welche Gaben, Tiere, Büffel gemacht werden müssen. Es muss eine Beratung der Dorfgemeinschaft stattfinden. Der Büffel spielt eine wichtige Rolle im Leben der Toraja. Der Büffel hat sogar eine Art Tauschwert. So wird es erzählt. Es soll dort ein Eingangstor geben und eine Brücke. Die Pforte wird von zwei großen Hunden bewacht. Wenn der Verstorbene dort eintreten möchte und noch nicht ausreichend Proviant mit sich führt, dann darf er noch nicht eintreten. Er darf noch nicht. Es muss übereinstimmen mit den Gaben aus der Bestattungszeremonie, die in unserer Welt hier stattgefunden hat. Falls der Verstorbene also mit 24 Büffeln dort ankommt, werden die Hunde nicht mehr verlangen, sondern sagen, bitte, du darfst eintreten. Und er wird über die Brücke geschickt. Mit Toten durch die Lande zu fahren, ist etwas Spezielles. Jedenfalls haben die anderen Fahrer meistens Abstand gehalten, wenn ich für meine Eltern mit unserem Bestattungswagen unterwegs war. Ricardo beschreibt Ähnliches von der abergläubischen Landbevölkerung und der Polizei. Dass die einen Bogen um ihn macht, stört ihn dabei gar nicht mal so sehr. Die ersten 1500 Kilometer und eine Nacht in der Camionetta neben dem Sarg hat Ricardo hinter sich gebracht. Für ihn sind die Leichenfahrten eine Art Urlaub, wie er erzählt. Mal raus aus dem hektischen Buenos Aires. Rauf in die Berge und in die Natur. Er schätzt das Alleinsein und die Ruhe. Wenn jemand stirbt und in der Familie alle verwirrt sind und es ihnen in solchen Momenten nicht gut geht und sie nicht begreifen, was passiert ist, ist da immer ein Nachbar, der sagt, hast du Ricardo angerufen? Du weißt doch, er macht das beruflich. Schau, er kann dir helfen. Und ich greife ihnen unter die Arme. Und sie greifen mir auch unter die Arme, weil das meine Arbeit ist. So verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Die Leute klammern sich sehr an das Leben, obwohl sie wissen, dass ihr Verwandter sich in einer unheilbaren Situation befindet. Wenn du ihn abholst, den gestorbenen Verwandten, sagen die Leute, aber ihm ging es gerade noch gut. Er hat gut gegessen. Ihm ging es schlecht, aber die letzte Woche hat er sich erholt. Die Leute klammern sich daran, weil sie möchten, dass ihr Verwandter weiter bei ihnen bleibt, nicht wahr? Dann sagst du ihnen, Gott ist da und vielleicht wollte er ihn mitnehmen, damit es ihm besser geht. Oder wenn ein Baby stirbt, sagst du ihnen, vielleicht brauchte er ein Engelchen. Und Gott nimmt es zu sich und nun hast du jemanden an Gottes Seite, der für dich hier auf der Erde beten wird. Und wenn ein Erwachsener stirbt, sagst du, er hat seine Aufgabe erfüllt und Gott gibt ihm seinen Lohn. Das bedeutet der Tod, mit Gott zu gehen.
Als ich diesen Friedhof sah und die schöne Landschaft, dachte ich sofort, was für ein schöner Ort zum Sterben. Eigentlich, um Ruhe zu finden, denn sterben kann man ja überall. Ich sage, ein Friedhof ist voller Leben. Immer. Denn wenn ich an Gott glaube, weiß ich, dass der Tod nicht das Ende ist. Es endet nicht hier, sondern der Friedhof ist voll von all denen, die gestorben sind. Sie laufen umher. Weil Gott ihnen die Freiheit gibt, überall zu sein, oder? Für mich ist das hier eine Tür zum ewigen Leben. Raghab war vor der Revolution Bürstenmacher. Mit seiner Arbeit hat er es geschafft, 11 Kinder in der Totenstadt großzuziehen. Sie leben fast alle heute in Cairo City. Raghab hat den Absprung nie geschafft. Auch weil das Familienmausoleum sein Heim ist und er sich außerhalb nicht zurechtfindet. Er und seine Frau halten sich mit ihrem kleinen Kiosk über Wasser. Denn wegen der Revolution fehlt es an Rosshaar für die Bürsten. Als Kind habe ich die Toten gesehen, die hier begraben wurden. Ich habe immer dort gestanden und zugeschaut. Leute kamen rein und raus. Ich verstand nicht, was passiert. Ich war noch ein Kind. Ich war intelligent, Gott sei Dank. Ich wollte die Schule beenden. Aber mein Vater hat mich gebraucht. Also musste ich gehorchen. Den Eltern zu gehorchen ist sehr wichtig. Darum musste ich alles aufgeben. Das Boxen, den Verein. Einfach alles, damit ich arbeiten konnte, um dem Vater zu helfen. Gott segne seine Seele, damit wir überlebten. Als ich zum Militär eingezogen wurde, habe ich mehrere Kriege miterlebt. Gott hat mich geschützt und mich überleben lassen. Gott sei Dank. So sitze ich jetzt hier. Ich wohne hier seit 18 Jahren. Aber natürlich sind hier schon vorher Leute beerdigt worden. In diesen 18 Jahren wurden insgesamt vielleicht 10 Leute begraben. Aber zuvor waren es bestimmt 20, 30, 40 Leute. Das hier ist keine Erde, sondern Fliesen, damit die Kinder spielen können. Wenn ein Toter beerdigt werden soll, werden die Fliesen entfernt. Darunter befindet sich eine große weiße Steinplatte. Wenn die entfernt ist, führt eine Treppe mit 12 Stufen hinunter in die Gruft. Dorthin bringen sie den Toten, wickeln ihn in das Totentuch ein und machen alles, was sonst noch dazu gehört. Anschließend wird die Platte wieder darüber gelegt und obendrauf verlegen wir wieder die Fliesen. Wenn das Leben zu Ende ist? Wir sind noch am Leben, Gott sei Dank. Aber unser Tag wird kommen. Doch wir haben keine Angst davor, Gott sei Dank. Wir warten einfach, bis wir dran sind. Wenn der Leichenzug vorüberzieht, sagen wir immer, ihr seid uns zuvor gekommen und wir kommen nach. Als mein Vater starb, war ich bei ihm. Als seine Seele zu Gott ging, war ich dabei. Dann haben wir das Grab geöffnet. Darunter gibt es eine Treppe. Und dort befinden sich rechts zwei Räume. Einer für die Frauen
und einer für die Männer. So war es auch bei meiner Mutter. Ich habe sie selbst beerdigt. In der Nacht, als ihre Seele sie verließ, war ich bei ihr. Was mich traurig macht, ist, dass ich noch immer auf dem Friedhof mit den Toten hier leben muss. Das lässt meine Stimmung auf Null sinken. Was mir bleibt, ist die Bitte an Gott, mich hier endlich rauszuholen. Der Grund, warum Rolando auf dem Friedhof lebt, ist einfach. Die Liebe. Er hat sich in Aving verliebt, die hier aufgewachsen ist. Gerne würde er mit ihr in seinem Heimatort Munoz leben. Doch seine besser gestellte Familie lehnt Aving und ihre Herkunft ab. Für seine Geschwister ist Rolando das schwarze Schaf der Familie. Wenn man einen Menschen wirklich liebt, dann liebt man alles an ihm. Sogar seine Schwächen. Und ich habe auch ihre Familie lieb gewonnen. Rolando weiß auch, dass seine Schwiegermutter Amor ohne seine Hilfe auf dem Friedhof nicht mehr lange überleben kann. Nur selten schafft er es, das Grab seines Vaters zu besuchen. Für die Busfahrt dorthin muss er lange sparen. Mein Vater starb 2007 in meinen Armen. Auf einen Wunsch meiner Mutter war ich nicht vorbereitet. Sie wollte ihn in unserem Wohnzimmer aufbahren. Ich hatte Angst. Und dann habe ich Tage und Nächte bei ihm gesessen. Er war noch bei uns und das half. Mein Vater wurde vom Zug überfahren. Als er aufgebahrt war, konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Es war in eine Decke gehüllt. Das werde ich niemals vergessen. Ich beneide diejenigen, die das Gesicht ihrer Lieben bei der Beerdigung noch sehen können. Seele. Als mein Vater starb, vielleicht 3 Nächte lang, hatte ich das Gefühl, dass er ganz nahe bei mir war. Bis jetzt kann ich das spüren, dass er bei mir ist. Ich habe mich oft gefragt, warum Menschen wie Rolando ihr Zuhause auf dem Friedhof haben. Die Antwort ist, weil jeder andere Ort, an den sie gehen könnten, schlimmer oder gefährlicher wäre. Die Alternative zum Leben auf dem Friedhof ist der Slum. Nachdem ich den Slum gesehen habe, hätte ich dieselbe Wahl getroffen. Man sagt, wenn du Angst vor deinem Tod hast, hast du auch Angst zu leben. Wir wissen ja, wir haben unser Leben von Gott geborgt. Ich bin jederzeit bereit, wann immer Gott mich abholt.
Wir gehen alle dahin. Man sagt, das Leben ist wie eine Kerze. Du wirst geboren mit dieser entzündeten Kerze und nur Gott weiß, wie lange das Licht deiner Kerze brennt. Wichtig für mich ist, dass ich gesund bin, dass ich stark bleibe für meine Kinder. Ich muss für sie arbeiten. Ich will nicht, dass sie so enden wie ich. Mein erstes Gefühl, als wir hierher kamen, war, dass mein Vater auf uns aufpasst. Vielleicht hat er sich gefragt, was ist nur mit dem Leben meiner Kinder und Enkelkinder los? Die wachsen hier auf dem Friedhof auf. Wäre er noch am Leben geblieben, würden wir hier nicht wohnen. Wenn ich in einem Bestattungsunternehmen aufgewachsen bin, hatte ich mit dem Tod wenig zu tun. Bei Ricardo war es anders. Ohne dass er es wollte, war sein Leben schon als Kind vom Tod geprägt. Er ist in der Via Retiro aufgewachsen. Sehr vorsichtig ausgedrückt, eines der eher problematischen Viertel von Buenos Aires. Warum er von dort nie weggekommen ist? Ricardo schweigt über manches in seiner Vergangenheit und meint, ganz egal, wo er hinginge, er wird immer ein Kind der Via bleiben. Sein richtiges Leben begann, als katholische Priester der Via für ihn eine Stelle schufen. Bestatter als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Für die Armen seines Viertels ist er mit seiner geliebten Camionetta längst das Ticket zu ihrer letzten Heimreise. Eigentlich kennt Ricardo alle Eigenheiten seines Gefährts. Naja, fast. Der Paso de Jama in den Anden mit 4.200 Metern Höhe ist dann heute doch zu viel. Der erste Tote, den ich gesehen habe, war ein Junge, der erstochen wurde. Ich kann mich daran erinnern, ja. Er lag da leblos und wir haben ihn nicht überprüft oder so. Wir sind sofort von ihm weggegangen, um unseren Eltern Bescheid zu sagen. Ich war sehr jung. Wenn man so jung ist, fängt man nicht an zu denken, lass uns gucken, wie der Tote aussieht. Wer hat ihn umgebracht? Warum wurde er getötet? Du siehst einfach einen liegenden Körper auf dem Boden und der wurde erstochen. Er hatte einen Dolch in sich. War es ein Dolch? Keine Ahnung. Immer passierte dasselbe. Wir fanden irgendeinen Nachbarn tot. Und dann gingen wir schnell und holten unsere Eltern. Sie wussten, was zu tun war. Wir waren jung. Wir fanden jemanden, der tot war. Das war's. Ich glaube, im Alter von 6 Monaten bin ich in der Via gelandet. Meine Großeltern haben mich hierher gebracht. Sie sind aus San Juan gekommen, weil es hier Arbeit gab. Mein Großvater hat in einer Sanierungsfirma gearbeitet. So bin ich nach Buenos Aires gekommen, sehr jung. Einmal hatte sich der Vater eines Freundes erhängt. Meinem Freund ging es sehr schlecht. Man musste ihn abhängen. Als ich ankam, bot sich mir ein Anblick. Also der Erhängte, er war nackt. Mit einem purpurroten Gesicht, angeschwollen. Er war mein Freund und der Vater meines Freundes, den ich auch gut kannte. Ich fühlte eine solche Solidarität meinem Freund gegenüber. Ich wollte ihm Kraft geben in dieser Situation, ihm helfen, den Vater abzuhängen, der sich erhängt hatte. Das war ein Akt der Freundschaft. Ich
Tote finden, seit ich ein Kind war, meine ganze Jugend über, bis ich mit dieser Arbeit angefangen habe. Es kann sein, dass das alles mich auf meine Arbeit vorbereitet hat. Früher habe ich bei der Post gearbeitet und bin arbeitslos geworden. Dann wurde mir diese Arbeit hier angeboten und ich habe zugesagt. Ja, von diesem Moment an ging es nach vorne. Es könnte sein, dass Gott mich dafür erzogen hat und mich vielleicht ein bisschen stärker gemacht hat, um durchhalten und Tote abholen und fahren zu können. Die Zeit zwischen Juli und September ist eine ganz besondere Zeit in Thana Thoraja. Dann ist Beerdigungshochsaison. 4 bis 5 Tage kommen Hunderte von Menschen, Familienangehörige, Freunde, ganze Dörfer, Touristen, zusammen und feiern. Bis jetzt hat die Familie oft mehrere Jahre mit der Leiche das Zusammenleben zu Hause genossen. Jeder Thoraja kennt das. Während man für die Beerdigung sparte, wurde für das kranke Familienmitglied gekocht, sah man mit ihm fern und erzählte ihm Geschichten. Es gibt 2 Leben, nachdem ein Mensch gestorben ist. Er wird zunächst zu einem Geist, in unserer Sprache genannt Bombodulu, den man sehen kann. Doch nach der Zeremonie wird der Geist zu einer Gottheit. Wie groß die Beerdigung wird, hängt von der Bedeutung der Person zu Lebzeiten und dem Status der Familie ab. Mitunter bis zu 150 Büffel und hunderte Schweine werden bei großen Beerdigungen geschlachtet. Die Opfertiere dienen als Reisegeld und Transportmittel auf dem Weg ins Jenseits. Und die Wasserbüffel sind im Thoraja-Himmel der beste Freund des Menschen. Das macht sie so wertvoll. Als hiesige Schlachttiere dienen sie gleichzeitig als Leichenschmaus. Hunderte von Trauergästen müssen schließlich bewirtet werden. Am Tag der Beerdigung meines Vaters geschah etwas Ungeplantes. Der engste Familien- und Freundeskreis war noch bei uns. Spontan kochten wir ein Festmahl, lachten zusammen, hatten einen guten Tag. Mein Vater hätte sicher gerne mit am Tisch gesessen. Ich selber habe gelernt, Lachen befreit die Seele. Und ich frage mich, warum Beerdigungen bei uns eine so auferlegte, ernste Angelegenheit sind. Unsere Sorge ist, dass keine Menschen kommen oder nur vereinzelt Menschen kommen. Doch es ist für uns wichtig und schön zu sehen, dass sich viele Menschen zusammendrängen und viel los ist. Wasserbüffel sind wahre Berühmtheiten und der ganze Stolz der Besitzer. Die Büffelkämpfe, die während der Zeremonie ausgetragen werden, gehören zu den größten Spektakeln. Stellen Sie sich mal vor, bei uns würde man zu Ehren der Toten ihre Lieblingstiere aufeinander loslassen. Yeah.
Das ist die Zeremonie der Trauer. Die Tage zuvor galt der Tote nur als krank. Danach gilt der Verstorbene als tot. Wir nennen es Rudu. Erst jetzt beginnen die Menschen zu weinen und zu trauern. Itu namanya rudu, dikerudusan nih, ya. Jadi berarti sudah mati. Nah, di situ orang mulai menangis. Apa semua. Jadi ada dua, ya. Es gibt also zwei Zeremonien. Kedukaan. Die Trauerzeremonie, das ist die erste, und dann die zweite. Dies ist die Verabschiedungszeremonie. Diese heißt Mapo Solo. Orang mulai... Am Ende der Zeremonie wird der Sarg in das dafür vorgesehene Grabhaus, Stein- oder Höhlengrab gebracht. Die Verabschiedung dauert lange. Ein letzter Gruß, eine letzte Berührung. Und schließlich, nach Jahren des gemeinsamen Lebens, lässt man die Leiche allein. Überall im Land sieht man die Bambusdächer der Tonkonan, die wie Schiffe aussehen, auf Wohnhäusern, Reisspeichern und Grabhäuschen. Es ist das Zeichen, das alle Toraja miteinander verbindet. Und am Ende wird mir klar, die Toraja haben Leben und Tod so eng miteinander verknüpft, dass es eigentlich keine Grenze gibt. Ich glaube, dass das Land der Toraja der schönste und angenehmste und beste Ort ist, um zu sterben. Immer wenn etwas nicht in Ordnung ist oder es mir nicht gut geht, dann muss ich einfach heimkehren in mein Dorf, in meine Heimat. Ich muss nach Toraja kommen. Auch in Manila wird gefeiert. An Allerheiligen. Die Friedhofsbewohner bereiten sich darauf vor und verdienen an der Pflege der Gräber. Besonders die Mausoleen wohlhabender Leute werden reich geschmückt. Haben Sie schon einmal ein paar Tage und Nächte auf dem Friedhof verbracht? Viele Filipino-Familien, die eigentlichen Besitzer der Gräber, halten lange Totenwachen. Manche Friedhofsbewohner, die auf fremden Gräbern ihr Heim errichtet haben, müssen dann umziehen. Irgendwo zwischen die Gräber. Für Neknek und Rolando ist Allerheiligen der wichtigste Tag des Jahres. Sie verkauft Blumen und der Kiosk mit Suppenküche von Rolandos Frau floriert. Wenn es gut läuft und das Wetter mitspielt, verdienen sie heute ihren Lebensunterhalt bis Weihnachten. 1 Million Menschen machen aus Allerheiligen eine Mischung aus Frömmigkeit, Familienfest und Halloween. Der Friedhof als Freizeitpark. Längst haben Fastfood-Ketten das Umsatzpotenzial erkannt. Zwischen den Gräbern bauen sie Fressmeilen auf. Und ich stelle fest, geschmortes Friedhofshuhn schmeckt durchaus. Ein letztes Mal kam Hennens Ehemann nach Hause, um sich von ihr scheiden zu lassen. Nach islamischer Tradition sagte er dreimal die Scheidungsformel auf. Dann ist er gegangen. Seine Kinder und den Rest seiner Familie ließ er bei Hennen zurück. Für mich waren die letzten Tage sehr schwer. Ich hätte gerne die Augen geschlossen. Und wenn ich sie wieder öffne, bin ich an einem anderen Ort. Mein Traum ist es, einen anderen Wohnort zu finden und mit meinen Kindern von hier wegzukommen. Ich will hier nicht enden. Wir sind gläubige Leute.
Was wir hier erleben, ist für uns eine Lehre über das Leben. Dass wir gute Menschen sein sollen, niemandem was wegnehmen dürfen oder Schlechtes tun. Wir sollen uns an Gottes Gebote halten. Meine Kinder sind mein ganzes Leben. Auf der Welt habe ich nur sie. Es macht mich so glücklich, sie aufwachsen zu sehen. Darum gebe ich ihnen mein ganzes Leben. Ich wünsche meinen Kindern, dass sie hier nicht für immer bleiben müssen. So Gott will, kann ich ihnen vielleicht einmal ein Stück Land kaufen und ihnen ein Haus bauen, wo sie alle immer zusammen an einem Ort bleiben können. Mit über 40 hat man in der Regel bereits einige Menschen verloren. Auch in der eigenen Generation. Der Gedanke an die eigene Endlichkeit fällt schwer. Mir auch. Er macht das Leben aber bewusster. Ich erzähle meinen Kindern, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Schon wenn man zur Welt kommt, beginnt er. Direkt nach der Geburt fängt man an zu sterben. Nicht? Gott sei Dank haben meine Kinder keine Angst vor dem Tod. Sie haben immer mitbekommen, was ich beruflich mache. So sind sie aufgewachsen. Oft saßen sie und ihre Freunde hinten im Wagen auf dem Sarg und wir machten eine Spritztour. Wir sind irgendwo hingefahren. Sie lachten darüber. Es ist gut, dass sie auch Witze über den Tod machen und sich auf einen Sarg setzen. Ich mache immer Witze. Da ist einer drin, passt auf. Und sie schreien und lachen dann. So haben sie einen humorvollen Umgang mit dem Tod, nicht einen traumatischen. Ich musste schon geliebte, sehr geliebte Freunde begraben. Allen voran mein Großvater, der mich erzogen hat, der mich aus San Juan hierher gebracht hat. Er ist in meinen Armen gestorben. Danach musste ich irgendwie, ja, Distanz wahren in diesem Moment, um die Angelegenheiten regeln zu können. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Aber ja, es war das Beste für ihn. Er brauchte keine Schmerzen mehr zu leiden. Ich vermisse ihn und erinnere mich an ihn, aber ich weiß, dass es ihm gut geht, dass er bei Gott ist und, ja, dass wir uns irgendwann wieder treffen werden. Thank you.
Belang gehört zu den berühmtesten Büffeln in Thanatoraja. Gedacht war er als Weggefährte für Lasos Mutter, die mit ihm gemeinsam nach 5 Jahren im Toraja-Himmel einziehen sollte. Ich hätte Belang verkaufen und mir selber ein schönes Haus kaufen können. Und ich hätte immer noch genug Geld für andere Büffel für meine Eltern gehabt. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass Belang eine sehr wichtige Rolle für uns als Toraja spielt. Für meine Großmutter und für meinen Vater. Das ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Als meine Großmutter von uns gegangen war und bereits als krank galt, wusste mein Vater als ältestes Kind, dass es seine Aufgabe war, für eine angemessene Beerdigung für seine Mutter zu sorgen. Unglücklicherweise war das nicht mehr möglich. Mein Vater ging von uns, bevor er seiner Pflicht als ältester Sohn in der Familie nachkommen konnte. Am 3. August 2012 erreichte mich die Nachricht, dass Laso plötzlich gestorben war. Jetzt wird Belang der gemeinsame letzte Begleiter von Laso und seiner Mutter sein. Aber erst wenn Lasos Frau soweit ist, ihn gehen zu lassen. Einige Stunden bevor er von uns ging, rief er mich an. Ich sagte zu ihm, wenn etwas passiert und du immer noch nicht deine Brüder davon überzeugen kannst, in die Beerdigung von Großmutter einzuwilligen, schau, wir haben schon einen Büffel. Du hast etwas für deine Mutter. Du kannst es alleine machen. Mit deinen Brüdern oder ohne sie. Er sagte, mit der Hilfe meiner Kinder bin ich mehr als bereit, dies zu tun. Und ich sagte, ja, wir werden dir alle helfen. Alle Hand in Hand, die Beerdigung für deine Mutter durchzuführen. Und er sagte, okay, dann bin ich bereit. Ich werde meine Brüder morgen anrufen. Das war das Letzte, was er gesagt hat. Später, einen Tag nach dem Telefonat, ging er von uns. Vielleicht war das der Grund für den Anruf. Wir glauben, dass er noch nicht gestorben ist, um Zeit zu haben. Also, der Grund, dass wir das glauben, ist, dass der Tod langsam in unseren Verstand dringen kann, um der Familie Zeit zu geben und sich vorzubereiten. Und wenn er, der gestorben ist, noch nicht nach Puja gegangen ist, so bedeutet das, dass er immer noch um uns herum ist. Meine Mutter möchte darum auch nicht eine Witwe genannt werden. Sie sagt immer, ich weiß, dass er von uns gegangen ist, aber er ist immer noch nur krank und darum bin ich noch keine Witwe. Es ist so, dass in unserem Glauben der Tote weiterhin Essen benötigt. Er muss essen, immer noch. Aber sein Essen muss abgeteilt werden vom Essen der Hinterbliebenen. Wenn wir kochen, dann muss dem Verstorbenen zuerst sein Essen gegeben werden. Wenn wir auch essen wollen, muss es zunächst zur Seite gestellt werden. Denn wir glauben, dass der Verstorbene zwar isst, aber dass er nur die Seele des Essens zu sich nimmt. Spirit dari makanan itu sendiri.
Ich sehne mich nach seiner Gesellschaft, so wie früher. Und auch wenn sich sein Äußeres verändert hat, möchte ich gerne bis ganz zum Schluss seine Hände halten. Wir denken nicht daran, dass unsere Nachbarn tot sind. Wir denken nur, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Vielleicht fühlen sich manche der Toten gestört. Andere wiederum sind froh, weil wir ihnen auch Respekt erweisen. Ich bin nicht reich, aber ich bin stolz darauf, wo immer ich hingehe, vertrauen mir die Leute. Das kann mir niemand nehmen. Solange die Leute Respekt vor mir haben und mir Vertrauen schenken, solange ich ihnen direkt in die Augen schauen kann und solange ich keinem Menschen wehtue, bin ich glücklich. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen jetzt geht. Aber ich sehe vor lauter Gräbern schon lange den Friedhof nicht mehr. Ich gehe durch die Eingangspforte, rüber zu Rolandos, Necknecks und Amors Straße und bin bei ihnen zu Hause. Und feiere Silvester mit ihnen und den Kindern. Ihr Lachen unter Tränen lehrt mich Demut. Ich erlebe selbst, wie schnell man bereit ist, alles zu vergessen und zu verdrängen, was mit dem Tod zu tun hat. Vielleicht, weil ich unter Menschen bin, die nichts anderes wollen als leben. So lange und so viel es geht. Nachdem ich mit dem Verstorbenen auf dem Land angekommen bin, wird im Haus die Totenwache gehalten. Die Angehörigen warten schon auf ihn. Sie wachen bereits seit einem Tag oder sogar seit dem Tag, an dem er gestorben ist. Sie empfangen ihn mit Tränen. Es ist sehr schmerzvoll. Wenn man einen Toten auf dem Friedhof begräbt, ist es ein sehr trauriger Moment. Sehr, sehr schwer für die Familie. Es bedeutet, du wirst ihn nie mehr sehen. Bei der Totenwache kannst du den Sarg geöffnet oder geschlossen haben. Das kommt auf dich an. Und du kannst den Toten ansehen und weinen und ihn anfassen. Das Begräbnis ist wirklich hart, sehr hart. Es ist der Abschied. In diesem Moment weißt du zwar, dass der Tote noch da ist, aber du siehst ihn nicht mehr. Buenas noches. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ich versuche, die Familie zu begleiten, mich einzubringen. In diesem Moment ganz bei ihnen zu sein, sie zu unterstützen.
Aber wenn sie ihn begraben, dann verlasse ich sie. Ansonsten häufen sich die Totengeschichten zu sehr bei mir an. Immer noch eine und noch eine, die mir nachhängt. Ich muss gehen, sonst könnte ich diese Arbeit nicht machen. In meiner Vorstellung sagt Gott irgendwann, basta. Solange mein Körper die Fahrten, das Reisen ertragen kann, mache ich es. Bis ich sterbe. Bis jemand anders fährt und ich selber hinten drin liege. Na, dann muss ich mir über Ricardos Zukunft wohl keine Gedanken mehr machen. Vorausgesetzt, seine Camionetta hält durch. Einmal Bestatter, immer Bestatter. Bei meinen Eltern war es genauso. Ich musste erst begreifen, es ist auch ein Teil von mir. Und irgendwie ist es ja auch gut so. Rolando und seine Frau haben wieder Kontakt zu seiner Verwandtschaft. Geraldine hat sich eine Hütte gebaut, mit einem festen Dach. Neck-Neck macht sich Sorgen um ihre Enkel. Amor raucht noch immer leidenschaftlich gern. Hennen arbeitet jetzt doch. Sie mahlt altes Brot zu Tierfutter und verkauft es. Abdelatif überlegt sich, Tauben anzuschaffen und zu dressieren. Ragab hat seit kurzem einen Computer mit Videospielen, was den Nachbarskindern gut gefällt. Ruka beschäftigt sich mit dem Tag, an dem ihr Vater Lasso und ihre Oma zusammen mit Belang in Puya einziehen. Der Tod ist für mich das Leben.